heiße Maria Kondratieva und ich illustriere unter dem Namen JMK. Je steht dabei für meine frohe und motivierte Art, an meine Projekte heranzugehen und sie einfach mit positiven Gefühlen aufzuladen. In meiner Arbeit sind mir Themen wie Nachhaltigkeit, Gesundheit und ein positives Selbstbild sehr wichtig. Ich bin zum Beispiel seit über einem Jahr in einer Food-Kooperative. Unsere Philosophie dabei ist es einfach, kleine regionale Betriebe zu unterstützen. Ich habe mich natürlich super gefreut, als Too Good To Go mich kontaktiert hat. Ich finde es einfach super cool, die Chance bekommen zu haben, international präsent zu sein und eigentlich mit total vielen unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern am gleichen Projekt gleichzeitig zu arbeiten. Ich lebe auch schon seit über 10 Jahren vegetarisch und versuche mich auch, so gut es geht, auch vegan zu ernähren, einfach aus ethischen und umwelttechnischen Gründen. Mir war davor schon bewusst, dass Lebensmittel auch viele Ressourcen verbrauchen können. Was ich nicht wusste, ist, dass eigentlich 1/3 aller weltweit produzierten Lebensmittel weggeschmissen werden und diese Lebensmittel wiederum 8% der weltweiten CO2-Emissionen ausmachen. Das ist wirklich arg. Ich finde, dass man sich eigentlich selber auch mal beobachten sollte, wie man zu Hause mit Lebensmitteln agiert und wie viel da tatsächlich im Müll landet. Ein Klassiker sind die Semmeln vom Vortag, die einfach super hart sind, sodass man mit denen eigentlich ein Fenster einschlagen kann. Aber aus denen lassen sich perfekt Knödel herstellen. Bei meinem Projekt habe ich mit einem Brainstorming begonnen und das wurde eigentlich immer größer und größer, weil dieses Thema einfach total umfassend und vielschichtig ist. Und da ich einen Werbeagenturen-Background habe, bin ich jetzt einfach gewohnt, in einem Team an ein Projekt heranzugehen. Auch in diesem Fall habe ich mir meinen Partner in Crime mit ins Boot geholt, der lange Zeit als Texter und Konzeptionist tätig war und mich jetzt bei diesem Projekt tatkräftig unterstützt hat. Parallel dazu habe ich mich von unterschiedlichen Dingen auch inspirieren lassen. Natürlich war da die Fridays for Future Bewegung mit dabei. Zum Schluss habe ich mir einfach ein paar Food-Dokus angeschaut, die sehr appetitanregend waren, um auch wieder das Thema Lebensmittel einfach in einen positiven und schönen Fokus zu rücken. Dieses Poster ist jetzt online erhältlich und der Erlös kommt einem guten Zweck zugute. Es würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn dieses Poster so viele Menschen wie möglich daran erinnert, dass der Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung eigentlich ein genussvoller sein kann. In diesem Sinne, fight food waste, yay!